Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Was macht? Heute ist wieder das Event-Department dran. Allerdings spreche ich heute nicht mit Michael, sondern mit André. Also André, was genau machst du bei IWAU? Gute, genau. Ich bin André und seit Mitte letzten Jahres Event Assistant Coordinator. Heute geht es um die Eventplanung 2021. Wie einige von euch sicherlich schon gesehen haben, sind schon viele Events im Division Center zu sehen. Trotzdem, erzähl doch mal kurz, was alles in diesem Jahr so geplant ist. Ja, es gibt natürlich einmal die in Anführungsstrichen Standard-Events wie zum Beispiel Airbridges, so zum Beispiel München-Palma, was ja 2019 schon bereits sehr, sehr gut angekommen ist. Aber auch jährliche Events wie beispielsweise das Nikolaus-Fly-In oder das Karnevals-Fly-In in Köln, was ja mittlerweile auch schon angekündigt ist. Neben den bisher schon bekannten Events gibt es allerdings dieses Jahr auch eine neue Idee, und zwar die Pilot-Challenges. Du sagtest gerade was von Pilot-Challenges. Was genau kann ich mir darunter vorstellen? Wie man dem Namen vielleicht schon ein wenig entnehmen kann, handelt es sich bei den Pilot Challenges eben um ein Event, bei dem Piloten ganz besonders gefordert werden. Meist sind es eben die Anflüge, die am kompliziertesten sind. Deswegen reicht dieses Event eben vom herausfordernden Circling in Innsbruck bis zum Ahnenpiebrauch in den Schweizer Alpen. Wie seid ihr auf diese Idee gekommen und kannst du uns verraten, wie weit ihr mit der Planung dieses Events seid? Ja, auf die Idee sind wir eigentlich gekommen, weil es in Deutschland leider relativ wenige spannende Anflüge gibt. Meistens ist es hier eben schlichtes ILS, was man abfliegt. Aber deshalb wollen wir genau mit diesem Event einen Anreiz für alle Piloten schaffen, die eben die Herausforderung lieben und sich gerne an etwas Schwierigerem versuchen. Also mit der Planung sind wir aktuell so weit, dass wir sagen können, wie das Event in etwa ablaufen wird. Als Abflug dient ein deutscher Flughafen, von dem dann eine One-Way-Airbridge zu einem anderen Flughafen führt, wo Piloten eben ihr Können beweisen können. Denkbar ist auch, dass das Ganze zum Beispiel nur mit speziellen Flugzeugtypen geflogen werden darf und seien es auch kleine Propellermaschinen. Aber für Kritik, sei es positive oder negative, sind wir immer offen. Ihr könnt uns gerne übers Kontaktformular im Division Center erreichen. Vielleicht noch anzumerken ist, dass es für das Event keinen Ratingzwang geben soll. Das heißt, alle Piloten sind herzlich willkommen. Okay, jetzt kommt wahrscheinlich die sicherlich spannendste Frage. Wann wird dieses Event starten? Ja, zeitlich haben wir aktuell auch noch kein finales Datum. Aber ich denke, dass wir im Frühjahr diesen Jahres auf jeden Fall mit der Eventserie starten können. Also könnt gespannt sein. Und worauf können wir uns noch freuen? Ja, wie bereits am Anfang erwähnt, gibt es natürlich auch dieses Jahr die in Anführungsstrichen Standard-Events, also seien es Airbridges oder Fly-In-Fly-Outs. Aber ich denke, zwei noch ganz spannende Events dürften zum einen ein Cargo-Event mit Leipzig und Köln sein, zu dem wir, denke ich, in einem zukünftigen Podcast noch ein paar Worte verlieren dürften. Und VfR entlang der Nordküste. Schon im letzten Jahr ist ja VfR entlang des Rheins super angekommen und ich denke, dass das bestimmt auch zu einer Tradition werden könnte. Wann welche Events stattfinden werden, darüber werdet ihr dann auf unseren Social Medias, im Division Center oder im Forum rechtzeitig erfahren. Einige Touren sind ja auch schon released, damit ist diese Folge auch wieder vorbei. Ich danke dir, André. Gerne.